Superkontinente, das klingt doch nach einem super spannenden Thema. Wir haben bereits viel krasses Zeug in anderen Videos über Plattentektonik erfahren und dann fiel im Video zur Gebirgsbildung auf einmal der Begriff Wilson-Zyklus. Was der Zyklus ist und wie er funktioniert, das erklären wir euch schnell und einfach jetzt. Beginnen wir mal mit der Frage, was der Wilson-Zyklus überhaupt ist. Der Wilson-Zyklus ist eine wissenschaftliche Theorie, mit der die wiederholte Bildung und der anschließende Zerfall von sogenannten Superkontinenten beschrieben werden kann. Bildung und Zerfall geschehen dabei im Abstand von rund 500 Millionen Jahren. Dieser Theorie entspricht zum Beispiel Pangaea, der jüngste Superkontinent, der vor ungefähr 180 Millionen Jahren zerfiel. Doch wie kann jetzt so ein Kontinent, der ja nicht wirklich klein ist, so einfach zerfallen? Die Wissenschaftler erklären das Auseinanderbrechen von Superkontinenten mithilfe eines extremen Hitzestaus unserer Erdwärme, der unter den dicken zusammenhängenden Lithosphärenplatten entsteht. Und dieser Vorgang wiederholt sich so circa nach jeweils 100 Millionen Jahren, also etwas, was wir natürlich permanent in unserem Leben miterleben. Bildung und Zerfall eines Kontinents passieren natürlich nicht über Nacht oder in nur zwei Schritten. Der gesamte Prozess nennt sich Wilson-Zyklus. Und was dieser Zyklus mit seinen 8 Phasen genau ausmacht, das schauen wir uns jetzt an. Die erste Phase ist immer die Ruhephase. Hier befinden sich die kontinentalen Platten in einem Ruhezustand. Hotspots, also im Erdmantel befindliche Schmelzbereiche, können Ursache für einen in dieser Zeit auftretenden kontinentalen Innerplattenvulkanismus sein. Dieser kann zu Vulkanbergen führen, wie wir zum Beispiel in der Eifel sehen. Ist nun so ein Hotspot unter einer ozeanischen Kruste, so können sich Berge eines ozeanischen Intraplattenvulkanismus bilden, wie zum Beispiel das schöne Hawaii. Das zweite Stadium nennen wir Grabenstadium, weil im Innenbereich einer kontinentalen Kruste sich Grabenbrüche bilden können. Das bedeutet, im Innenbereich einer kontinentalen Kruste können sich Grabenbrüche, also kontinentale Riffs, bilden. Genauer gesagt entstehen die Grabenbrüche dort, wo sich über einem Hotspot eine Aufwölbung gebildet hat. Wissenschaftler nennen dieses Phänomen auch Tafrogenese. Entlang dieser im Graben entstandenen Verwerfungen kann es zu einer Vulkanbildung kommen, wie wir das zum Beispiel beim Oberrheingraben sehen können. Und damit kommen wir auch schon zur dritten Phase, nämlich dem Roten Meerstadium. Hier senkt sich der Graben ab und erweitert sich dadurch. Durch das Absenken und Erweitern strömt also Lava ein und bildet eine schwere ozeanische basaltische Kruste, die den Platz zwischen den beiden Teilen der ehemals zusammenhängenden kontinentalen Kruste rechts und links einnimmt. Der neue Ozean entsteht dabei durch das Auffüllen und das Bedecken mit Meerwasser. So einfach ist das. Und damit kommen wir schon zur vierten Phase, nämlich dem Atlantikstadium. Hier befindet sich unser neuer Ozean in einem Zustand der Öffnung, daher findet an seinen Rändern keine neue Gebirgsbildung statt. Parallel zu dem Zustand der Öffnung tritt aus den ozeanischen Riftzonen Lava aus dem Meeresboden aus und die Lava dehnt sich natürlich nach allen Seiten aus. Durch das Ausdehnen türmt sich die Lava zu hohen Gebirgen auf, die weit über den Meeresspiegel herausragen können, wie man zum Beispiel an Island sehen kann. Stadium Nummer 5. Die Ausdehnung kommt in der fünften Phase durch globale Prozesse zum Stillstand. Die Ausdehnung kommt daraufhin zu einer Einengung und der neu entstandene Ozean wird wieder kleiner. Da der Ozean kleiner wird, wird an seinen Ozeanrändern der schwere ozeanische Boden unter die leichtere kontinentale Kruste gedrückt bzw. gezogen, was wir als Subduktion kennen. In diesen Bereichen, also den Subduktionszonen, wird Gestein aufgeschmolzen und Magma steigt durch die kontinentale Kruste auf. Durch diesen Vorgang entstehen einerseits Vulkane, aber es bilden sich auch Inselbögen, Faltengebirge oder Tiefseegräben, wie wir sie im Pazifik sehen können. Nun geht die Party etwas fixer ab, in der sechsten Phase wird die Einengung des neuen Ozeans noch stärker, marine Ablagerungen falten sich förmlich übereinander, wodurch es zu weiterer Gebirgsbildung kommt. Die einzelnen und getrennten kontinentalen Krustenteile stoßen jetzt wieder aufeinander und kollidieren förmlich miteinander. Und jetzt ist die vorletzte Phase, nämlich das Himalaya-Stadium dran, hier kollidieren nun beide kontinentalen Krustenplatten miteinander. Und da die Krustenteile nicht nur ein paar Gramm wiegen, sondern über ordentlich Masse verfügen, kommt es zu verschiedenen Deformationen, Deckenbildungen oder sogar Faltungen. Diese neuen Gebirgsbildungen können sich letztendlich auch auf das Umland auswirken, wodurch Brüche oder eben Vulkanismus auftreten, wie wir zum Beispiel am Bodensee sehen können. Und damit kommen wir zur letzten Phase, nämlich der Ruhephase. Und hier ist endlich Ruhe, wie der Name schon sagt.
Wenn beide kontinentalen Krustenteile miteinander kollidiert sind und sich das neue Hochgebirge herausgehoben hat, werden nochmals enorme Mengen an vulkanischem Material gefördert. Durch diese vielen Prozesse ist wieder eine einheitliche Platte entstanden, wobei man nur noch den Bereich des Zusammenstoßes, den sogenannten Sutur-Bereich, erkennen kann. Am Ende dieser Ruhephase wird nur noch das vorhandene Faltengebirge abgetragen, sodass jetzt wirklich Ruhe herrscht. Zu diesem Zeitpunkt kann entweder ein neuer achtphasiger Zyklus beginnen oder hat womöglich schon begonnen. Dauert ja schließlich immer ein paar Millionen Jahre. Heute mal sehr viel Theorie in diesem Video, aber doch ein spannendes Thema, oder? Hier links haben wir euch das etwas leichtere Video zur Gebirgsbildung verlinkt. Einfach hier klicken oder auf den Link in der Videobeschreibung. Daumen hoch und abonnieren und wir sehen uns. Bis bald, alles Gute und ciao.